heute mal ein anderes Video. Und zwar hat es jetzt ja schon ein paar Tage oder ich glaube eine ganze Woche kein Video mehr von uns gegeben. Das Werbevideo, das war ja vorproduziert auf ein bestimmtes Datum, um das eben hochzuladen. Das zähle ich jetzt nicht als Video. Auf jeden Fall geht es bei uns zurzeit ein bisschen drunter und drüber. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute mal ein Auskurz, Real Talk Video, weil mir reicht es jetzt so dermaßen. Also richtig. Normalerweise bin ich immer ziemlich positiv und also ein Mensch, der wo immer ans Gute glaubt und immer denkt, es wird alles besser oder klappt irgendwie nach einer gewissen Zeit, wenn man sich Zeit nimmt oder irgendwie was verändert oder sich ja, einfach aufs Positive fokussiert, dass es dann schon klappt. Nur langsam kommt mir vor, es klappt nicht mehr. Es ist wie verhext. Und ich habe auch die Nase so gestrichen voll und zwar so richtig. Und daher wollte ich jetzt mal ein Video machen darüber, um was es überhaupt so geht. Und zwar haben wir schon wieder Besuch bekommen von der Brigade Wirth. Das ist so eine Biopolizei, Baumpolizei, keine Ahnung, irgendwas, wo keine Befugnisse hat, irgendwas zu machen, aber es nervt halt trotzdem. Und zwar kamen sie zu uns mal wieder. Sie waren früher schon mal da wegen dem Müll. Wir haben renoviert und haben den Müll vor dem Haus gelagert, bis er dann abgeholt wurde mit einem Container. Und da gab es auch schon Probleme. Wir haben zwei Container bestellt, es kam nur einer, haben ihn voll gefüllt. Und der zweite kam dann einfach nicht. Wir hatten auch keine Chance, den zu bekommen. Der hat behauptet, er kam. Jetzt haben wir die Hälfte immer noch hier, aber um das geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir einen ganz, ganz tollen Nachbar, unter Anführungsstrichen, der immer wieder behauptet, unser Hund würde Tag und Nacht bellen. Der war bis spät in die Nacht draußen im Garten, würde immer alleine sein, vor dem Haus, hinter dem Haus, was nicht stimmt. Und diese Woche war es eben wieder so. Mein Mann ist eben krankheitsbedingt ausgefallen. Der ist jetzt zu Hause, ist eben krank. Und ich bin dann eben zur Tür gelaufen, um aufzumachen. Da standen sie da, haben eben behauptet, der Hund würde irgendwo alleine sein. Wo der Hund denn sein, habe ich gesagt, im Haus, so wie immer, außer wir sind mit ihm im Garten. Ja, der Nachbar hatte gesagt, der ist alleine, der würde immer bellen, der würde nicht betreut werden, was nicht stimmt. Das Einzige, was war, ich habe ihn am Donnerstag oder Freitag, habe ich ihn rausgelassen in den Garten. Damit er eben seine Häufchen machen kann und ein bisschen laufen kann. Und er war nicht laut, er war einfach nur draußen am Laufen mit Susi und dann kam er wieder rein. Und an dem Tag kam eben Brigade Wirth und behauptete eben das Ganze. Und da das schon so oft passiert ist, und ja, also ich weiß einfach nicht mehr, was machen mit diesem Nachbar. Denkt sich Lügengeschichten aus, um uns irgendwie mürbe zu machen oder keine Ahnung, was er genau will. Es ist so ein Mann im mittleren Alter, der die ganze Zeit Party macht im Sommer, laut ist nach 10 Uhr, der einen riesigen Hund hat, der wo immer auf unserem Platz kommt, die Kinder haben Angst vor dem, der ist sicher größer wie ein Schäferhund und nicht angeleint und nichts. Und die Kinder hatten auch schon sehr große Angst vor dem zweimal im Sommer. Und ja, auf jeden Fall wird es so dargestellt, als wenn wir das Problem wären. Ihr kennt unsere Hunde aus den Videos. Charlie ist so ein kleiner Hund, Susie ist noch kleiner und wirklich ungefährliche Hunde, wo nicht die ganze Zeit bellen. Gut, Charlie ist ein bisschen nervös, aber der bellt nicht Tag und Nacht, das stimmt einfach nicht. Naja, auf jeden Fall waren die da und ich habe mich mit denen angelegt, habe eben aufgeklärt, was wirklich Sache ist. Und ja. Und wir sind jetzt wirklich am Überlegen, ob wir wieder zurückgehen, weil es uns so richtig reicht. Ja. Weil wir können es nicht beweisen, wir müssten die Hunde Tag und Nacht filmen, wo sie sind und was sie machen und er die ganze Zeit mit seinen Geschichten. Es ist einfach nur anstrengend und zermürbend. Keine Ahnung. Und die Kinder vom Nachbarn, die fahren die ganze Zeit mit dem Fahrrad und durch die frisch gesetzte Hecke, machen das kaputt und ja. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt auch so, dass wir die Auswanderung auf einem, ja, zu einem gewissen Teil bereuen. Wir wissen nicht mehr, ob wir überhaupt hier am richtigen Ort sind, ob wir hier bleiben sollen oder ob unser Weg wieder zurückgeht. Wir sind stark am Überlegen und ich bin sowieso am Anschlag mit meinen Nerven, weil ich das nicht verstehe, wie man den Nachbarn so mit Lügen das Leben so
schwer machen kann oder so alles zerstören kann, weil natürlich ist das eine psychische Sache, wo an niemanden einfach so vorbeigeht. Klar, man kann das klären mit der Biopolizei, ich weiß nicht, wie die genau heißen, sind irgendwie für Grünabfall oder für irgendwelche Abfallsünden da zuständig und für Tiere. Auf jeden Fall fällt uns nichts mehr ein, was wir machen sollen. Sollen wir uns anlegen mit dem? Sollen wir eine Gegenanzeige machen? Sollen wir. Ich weiß nicht, ob das irgendwas noch bringt. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum wir jetzt länger kein Video mehr gemacht haben, weil wir auch nicht mehr so richtig die Kraft haben, noch Videos zu machen oder in unserer Energie zu bleiben, in unserer positiven. Da eben von außen immer wieder negative Sachen kommen, die wir nicht nachvollziehen können, die wir nicht verstehen und die wir auch nicht bestätigen können. Also wenn wir wüssten, unsere Hunde sind da und alleine und würden das und das machen und das ist so und wir sind jetzt einfach auf Krawall gebürstet, dann versteht man das. Aber da es nicht stimmt, ist es einfach nur nervig. Und er weiß, dass er uns damit nervt. Und ich glaube, deswegen haben wir da keine Chance. Er war ja dort mit dem Bauschutt auch schon hier. Ist auf dem Vorplatz anscheinend herumgewandert und hat den Bauschutt begutachtet und hat dann auch bei Brigadwert angerufen, wir würden da Ratten züchten im Müll. Also es war Bauschutt und Holzteile. Und dann kam Brigadwert und hat eben behauptet, wir würden da eine seltene, ja, Schrankratte züchten. Also gut, ich habe ihn ein bisschen aufs Korn genommen. Er hat eben gemeint, da wohnen Ratten drin und das sei eben gesundheitsgefährdend, was wir da machen und hin und her. Der Container ist dann 2 Tage später gekommen, das war dann geklärt. Dann habe ich ihn wirklich gefragt, wo denn da Ratten wohnen sollten oder von was sie sich dann ernähren, vom Holz oder hin und her. Und ja, wir nennen das jetzt einfach die Schrankrattenzucht, die wo wir angeblich am Laufen hatten. Wir haben das dann auch über mehrere Tage weggeräumt und da war keine einzige Ratte, geschweige denn ein Nest, nicht mal eine Maus, gar nichts. Ein paar Regenwürmer ganz unten, aber das war's. Ja, damit fing das an, eben mit dem Melden wegen dem Bauschutt und danach immer wieder wegen dem Hund. Er behauptet immer wieder, der Hund sei alleine, der Hund würde bellen, der Hund würde die ganze Nacht kläffen und der Hund kommt aber immer um 20 Uhr, 21 Uhr rein zu uns. Wenn wir später mit ihm spazieren gehen, dann sind wir weg vom Nachbarn mit der Leine, mit dem Hund und irgendwo am Spazieren. Das bekommt weder der Nachbar mit, noch sonst schon jemand. Aber er ist sicher nicht die ganze Nacht alleine, weil er vorzugsweise bei uns drinnen schläft. Weil diese Hunderasse, ich weiß nicht, wer es kennt, ist ein Cavalier King Charles Spaniel, die sind nicht sehr widerstandsfähig und die kann man nicht in der Nacht draußen lassen. Und schon gar nicht im Winter. Also, so ist es also. Für uns ist es auf jeden Fall langsam genug. Wir haben keine Nerven mehr, keine Lust mehr zum Kämpfen und auch nicht mehr zum Streiten. Man hat schon überlegt, ob man mal hochgeht und ihm wohl keine Ansage macht. Aber das ist irgendwie so kindergartenmäßig oder Gegenanzeige auch. Der hat nicht getan, jetzt mache ich auch. Wir sind da irgendwie ein bisschen reifer. Aber wir sind wirklich am Überlegen, was wir weiterhin machen. Und so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Wir werden auch nicht die Hunde weggeben, nur weil es ihm jetzt vorkommt. Solange der da seine 60 Kilo Döle da hat. Weil die ist auch neu, die hat das seit ein paar Monaten. Bei uns beschwert er sich die ganze Zeit wegen 2 kleinen Hunden, die auch nicht so schlimm sind wie seiner. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist eben das, was zur Zeit so bei uns abgeht. Und vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps, Ideen, irgendwas. Wir haben ziemlich viel Geld reingesteckt in die Renovierung, aber nicht mal das hält uns noch. Wir denken uns einfach, wir geben das alles ab. Soll sich jemand anderer mit diesen Menschen rumärgern? Und wir geben auf. Keine Ahnung. Mal schauen, weil irgendwie ist die Ruhe im Leben sehr viel wichtiger als wir so ein Mensch in der Nähe. Weil es sind vielleicht 4 Meter Abstand, die man hat zu diesem Menschen und 4 Kinderzimmerfenster gehen in seine Richtung. Und ja. Und seine Kinder laufen durch die Hecke, das ist auch so nervig. Wir haben überall die Schilder, Privatgrundstück und der ganze Vorplatz gehört uns. Und die fahren mit dem Fahrrad da durch junge Hecken durch. Es ist einfach nur mühsam. Ja. Naja, genug ausgekotzt. Jetzt muss ich mich wieder um die Kinder kümmern. Mein Mann ist ein bisschen lediert. Wird jetzt noch ein paar Wochen ausfallen. Das heißt, es bleibt noch ein bisschen mehr an mir hängen. Und ja, aber das Leben geht weiter. Und
Ja, lasst uns Kommentare da. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps oder die gleichen Erfahrungen gemacht oder irgendwelche Ideen, was wir machen können. Aber kampfbereit sind wir definitiv nicht mehr. Das ist vorbei. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.